Also zunächst einmal muss ich das Ganze mit Humor nehmen. Ja, das ist schon fast eine Art Auszeichnung, dass ich auf dieser Liste überhaupt drauf bin. Ich bin, glaube ich, neben einer anderen Österreicherin der einzige Österreicher, der auf dieser 27 Leute umfassenden Liste drauf ist. Aber umgekehrt muss man sich einmal vorstellen, welches Geheul und Geschrei die Linken veranstalten würden, wenn man auf der rechten Seite so eine Liste produzieren würde. Das ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine schwarze Liste. Und das ist nicht irgendeine Liste, die herumschwirrt, als sozusagen als private Liste, sondern diese Liste wurde uns zugespielt aus den Büros der Kommission. Das heißt, diese Liste wird halboffiziell oder offiziös innerhalb der Kommission weitergereicht. Und ich halte das wirklich für bezeichnend für diese Europäische Union der Gesinnungsschnüffelei, dass man jemanden, der nicht in den Mainstream hineinpasst, der sozusagen in diese gesamte europäische Ersatzreligion nicht hineinpasst, sondern der noch eine echte Religion vertritt, dafür, dass er überhaupt noch eine echte Religion als Katholik hat, auf eine schwarze Liste setzt. Das ist bezeichnend. Und ich möchte das alles in Richtung, als Warnung in Richtung all jener naiven Menschen sagen, die sich damals auch von zum Teil katholischen Politikern überreden haben lassen, für diese Union zu stimmen, damit man heute sieht, dass diese Union hat mit dem Christentum überhaupt nichts am Hut, sondern wenn man hier bekennender Christ ist, kommt man auf eine schwarze Liste oder wie es dem derzeitigen Kandidaten für den Kommissionsposten aus Malta geht, man wird sogar angefeindet dafür, dass man überhaupt katholische Überzeugungen hat. Das ist auch in der Vergangenheit schon der Fall gewesen, dass man Leute abgelehnt hat, auch unter beispielsweise bei den Kommissionsvorschlägen, nur weil sie katholische Gesinnung hatten. Toni Borg, der designierte Kommissar für Gesundheit und Verbraucherpolitik, hatte sich in der Vergangenheit gegen ein Recht auf Abtreibung ausgesprochen. Nun hat der Deutsche Humanistische Verband ihn als Schande für Europa bezeichnet. Wie kommt es, dass katholische Politiker in Europa solch extremen Angriffen und Diskriminierungen ausgesetzt werden? Weil diese Europäische Union mit Christentum überhaupt nichts am Hut hat. Ganz im Gegenteil. Sie ist sogar gegen das Christentum gerichtet, insbesondere gegen den Katholizismus gerichtet. Sie ist definitiv antichristlich. Sie lehnt alles, was mit christlichen Inhalten zu tun hat, definitiv ab. Und daher werden Sie auch in diesem ganzen Gebäude nirgends ein Kreuz finden. Sie werden jede Menge können, Sie können sogar Steinsetzungen mit Freimaurersymbolen hier finden, aber Kreuz finden Sie keines. Sie finden auch keinerlei christliche Symbole hier. Dieses Europa versucht, sich von seiner eigentlichen Basis, nämlich vom christlichen Fundament, vollkommen frei zu spielen. So zu tun, als ob dieses Europa mit Christentum nichts zu tun hätte. Und damit wird dieses Europa auch keine Zukunft haben. Einem Europa ohne Christentum kann ich keine Zukunft geben und wird auch verdientermaßen keine Zukunft haben. In Irland wurde eine Abtreibungsdebatte entfacht, nachdem eine Frau an einer Fehlgeburt starb. Angeblich hätte eine Abtreibung ihr das Leben gerettet. Wie stehen Sie zu jenen Abgeordneten hier im Parlament, die jetzt eine Legalisierung der Abtreibung in Irland fordern und diese angebliche Nichtabtreibung als Menschenrechtsverletzung einstufen? Schauen Sie, die nutzen schlicht und einfach einen dramatischen medizinischen Fall schamlos aus und wollen Irland dazu zwingen, sein eigenes Abtreibungsrecht, das sich die irische Bevölkerung mühsam erkämpft hat, diese Ausnahmebestimmungen im irischen Rechtsordnung, dass sie das jetzt sozusagen auf gleich und gleich mit den anderen europäischen Staaten bringen, nämlich, dass man sozusagen sehr liberale Abtreibungsbestimmungen hat. Dagegen werden sich die Iren wehren, was ich hoffe. Und es ist im Übrigen eine Unverschämtheit, weil ich könnte genauso gut Fälle bringen von abgetriebenen Kindern, die dann am Schluss sich noch als lebensfähig erwiesen haben, wo man Kinder bereits wegwerfen wollte, wo sich dann Lebenszeichen eingestellt haben und diese Menschen heute noch leben. Das heißt also, das wäre genauso gut möglich, dass diese Fälle dafür heranzuziehen und zu zeigen, dass man eben nicht abtreiben darf. Anyway, Abtreibung ist ein Tötungsdelikt. Abtreibung ist eine Tötungshandlung und als Katholik kann ich eine derartige Tötungshandlung niemals gutheißen. Die Bundesministerin für Justiz, Frau Kahr, hat eine Strafrechtsnovelle für das Jahr 2015 angekündigt. Sie möchte das gesamte Strafgesetzbuch überarbeiten. Lebensschützer befürchten nun, dass dass Abtreibung komplett gestrichen werden könnte. Diese Befürchtung ist durchaus begründet. Insbesondere wenn man weiß, dass in diesem Ministerium ja nicht die Frau Kahr das Sagen hat, sondern einige meiner Ansicht nach durchaus zweifelhafte Figuren unterhalb der Ministerebene. Und die haben natürlich ganz anderes im Sinn, das ist gar keine Frage. Diese Befürchtung, dass das Abtreibungsrecht weiter liberalisiert werden sollte, ist begründet und es ist jetzt schon, glaube ich, an der Zeit, dagegen den Widerstand zu organisieren.
Und im Übrigen glaube ich auch, dass die Frau Minister bzw. das, was im Ministerium sich herumtummelt, die Absicht hat, auch den Tatbestand der Herabwürdigung religiöser Lehren so weit auszuhöhlen, dass man in Zukunft gegen alles, was sonst Christen heilig ist, sagen kann und schreiben kann und machen kann, was man will und dann nicht mehr unter Strafe steht. Auch diese Entwicklung zeichnet sich ab. In einer neuen Sexualaufklärungsbroschüre der Bundesregierung für 6- bis 12-Jährige wird Leihmutterschaft als erlaubt dargestellt. Außerdem heißt es, Embryonen seien keine Babys. Zahlreiche Eltern protestieren bereits. Wie kommt es, dass mit Steuergeldern hier gezielt Kinder mit Falschinformationen versorgt werden? Das kommt daher, dass sich ein Widerstand mehr regt im politischen Establishment. Und da versagte die ÖVP wirklich erbärmlich, weil hier müsste sie längst Widerstand gegen die Unterrichtsministerin leisten. Daher wäre er auch angezeigt, dieser Widerstand. Stattdessen geht es den Schwarzen aber in Wirklichkeit nur mehr um Lehrerdienstposten, um den Einfluss im Bereich der Lehrergewerkschaft, aber nicht mehr um wirkliche Inhalte. Hier wäre es möglich und auch angezeigt, dass der Regierungspartner ÖVP der Unterrichtsministerin entsprechende Schranken weist.